promise we keep denying. What really means something is it worth? All the things people are dying. I can feel the devastation from within. Mother Earth is crying. Can we cry with her? I see a spring to the pond. Ja, moin, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Heute am schönen Montagnachmittag. Die Sonne prallt so schön, jawohl, da hat man wieder Lust, richtig braun zu werden. Das Thema dreht sich heute einfach mal um Multivitamin für Bodenhansel. Nein, wir fliegen heute einfach mal nicht durch die Gegend, dass wir einfach die Leute da kaputt schreddern da. Nein, wir grinden heute mal einfach Geld und PvPs, Freunde. Und im Multivitamin meinte ich natürlich, dass mit verschiedenen Kampfpupschraubern rumfliege. Alter Schwede, Internet, das fängt ja richtig gut an. Jawohl, nein, wir fliegen heute mit verschiedenen Kampfpupschraubern rum. Der Savage hat natürlich die Ehre, als erstes anzufangen mit seiner klassischen Minigun-Freunde. Und jo, ihr seht es. Ich muss mal zugeben, dass ich mal wieder auf der Tastatur spiele, weil, wie gesagt, ich... hat mir es halt so eingefressen. Einige lernen gleich halt mit einem Joystick umzugehen und einige auch mit der Tastatur. Ne? Und habe ich mir gedacht, okay, alles klar, dann machst du das mal so heute, ne? Ohne Controller. Und ich habe auch ehrlich gesagt das bessere Gefühl für das Handling auf der Tastatur, Freunde. Ne? So, problematisch ist aber ab und zu mal, dass das mal so ein bisschen laggt, was mich auch ziemlich angepisst hat. Davon mal abgesehen. Aber das macht nichts. Ich verschaffe euch mal kleine Eindrücke, wie ein Alltag bei GTA Online bei mir aussieht. Jawohl. So, diesen Kandidaten hier zum Beispiel, den habe ich heute sehr, sehr lieb. Ne? Immer da sind zwar auch einige kleine, ganz, 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 ganz kleine, aber wenige Patzer sind bei. Allerdings muss ich mal dazu sagen, dass viele Leute einfach in dieser Folge heute Glück haben. Weil... Millimeterarbeit, haarscharf, immer daneben oder halt eine Straßenlaterne bzw. ein Baum hat deren Leuten einfach den Arsch gerettet. Ne? Und ja, dann werden wir heute auch nicht mal locker lassen. Nein, wir werden nicht locker lassen. Ah-ah. Und zwar jage ich heute die Leute so lange, bis sie freiwillig quitten oder im Passive-Modus gehen. Ne? Aber auch verstecken, das ist irrelevant. Das brauchen die gar nicht versuchen. Ich bleib so lange hier, beziehungsweise mach mal kleine Ablenkungsmanöver und flieg mal ein bisschen rum. Ne, oder halt, ich registriere mich in CEO und dann halt, dass ich dann eine kleine Geisterorganisation starte und dann die Leute halt überrasche. Ja, die Hauptrolle auf jeden Fall heute hat gewonnen der Savage. Dann kommt noch danach der Akuda, Freunde. Richtig geil. Und vor allem zum Schluss... der Bussard, jawohl, der Bussard. Das ist das erste Mal, dass ich heute mal mit denen offiziell hier mal vor euch rumfliege und Geld grinde, beziehungsweise auf PvP, PvP arbeite. Ja, aber das Ganze werdet ihr halt dann sehen, wie gesagt, Freunde. Ich wünsche euch jetzt noch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und ja, Multivitamin nicht vergessen. Haut rein, Freunde, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Also bis dann. Ciao und danke fürs Zuschauen. Und bye bye, euer Dennis.